Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von den Fischer Online Dailies. Und zwar geht's heute auf den Felsenbarsch. Ja, den müssen wir heute im Iran fangen. Und ja, das ist jetzt hier so ein 11,6 Kilo Exemplar. Das habe ich gerade gefangen auf Seebündel und habe jetzt damit auch die Aufgabe fertig. Aufgaben da. Wir müssen 71,7 Kilogramm Felsenbarsch fangen, bekommen 3 Angler-Token, 639 Silber und ca. 15.000 XP. Das ist eigentlich soweit eine ganze Menge und das ist auch angenehm, weil der Felsenbarsch lässt sich auch gut verkaufen. Und also daher lohnt sich die Aufgabe. Zu dem Spot. Naja, so einen direkten Spot habe ich jetzt hier nicht, sondern ich habe so Schleppfischen gemacht und bin halt an dem Punkt stehen geblieben, wo dann halt ja, ein Biss war. Und ja, ich bin hier oben jetzt bei C3. Ich bin hier von C4 zu C3 gefahren. Hier so lang an den Felsen. Und das war so nachmittags. Um 3 ungefähr hat es angefangen, da habe ich dann auch schon den ersten direkt gefangen. Und bin dann hier oben hin. Ich zoome ein bisschen ran, genau. Und dann bin ich hier durch diesen etwas hellblaueren Bereich gefahren. Und das ist so 15 Meter Bereich. Und ja, hier haben jetzt die großen Felsenbarsche dann bei mir gebissen. Also es ist jetzt in dem Sinne kein direkter Spot, sondern nur so ein Anhaltspunkt. Das ist bei D3. Ich stehe jetzt bei 269,602. Oh, wir haben da auch einen Biss. Ja. Zu den Ködern. Ich habe Fischfetzen, Seebündel und Köderfisch drauf. Ich zeige euch das gleich auch nochmal bei den gefangenen Fischen. Aber ich hole den jetzt mal eben erst fix rein. Ja, also so wie es aussieht, beißen die Felsenbarsche in der Nacht als auch am Tag. Und ihr könnt ja auch blinkern. Ich weiß jetzt gerade aber nicht so aus dem Stehgreif, welcher Blinker oder welcher Gummifisch das jetzt ist. Könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, natürlich. Damals gingen die Ultralight-Blinker noch. Ich glaube, der UL2, der M2 war das. Der ging damals noch ganz gut. Was ist das? Ja. Da haben wir wieder einen. Ein Felsenbarsch. Ja. 10,5 Kilo. Also ich denke, dass die Bissfrequenz nachts ein bisschen weniger sein wird, tagsüber ein bisschen mehr. Wie schon gesagt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare mal, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Und ja. So, jetzt schauen wir mal bei dem Equip. Also ich habe hier, klar, 40 Kilo Ruten. Futterkorb könnt ihr wieder variieren. Normales Futter, Kitana FA3 Haken und Köderfisch. Dann habe ich in der Mitte, in dem Sinne auch wieder eine 40 Kilo Rute, auch mit einem Dreier Kitana Haken und Fischfetzenbündel. Und auf der letzten Rute habe ich einen Dreier Haken mit Seebündel und Krill dran. Also Krill als auch das normale Futter funktionieren. So, jetzt zeige ich euch einmal, was ich da so gefangen habe. Gehen wir mal nur kaspischen Lachs hatte ich auch dabei. Ja, den habe ich auch auf Köderfisch gefangen und unter anderem auch auf den Cyclope M2 auf den Ultralight-Köder. Damals ging der Felsenbarsch da auch noch drauf. Könnt das gerne mal ausprobieren. Felsenbarsch. Wir haben Fischfetzenbündel, Seebündel, Köderfisch. Ja. Also Seebündel ist natürlich die teure Variante, wo, ja, sag ich mal, nicht so die Seebündel vorhanden sind und derjenige keine Lust hat, sich die zu kaufen. Nehmt die Fischfetzenbündel. Es funktioniert eigentlich genauso gut. Wir gucken mal nach Gewicht. Ja, gut, nach Gewicht können wir jetzt nicht sagen, irgendwie, dass der eine mehr oder der andere weniger. Da ist jetzt zum Beispiel auch ein 2 Kilo Felsenbarsch auf Seebündel. Also ihr könnt eigentlich beides nehmen. Ne? Also Fischfetzenbündel ist die günstigere Alternative. Ja, also auf Köderfisch hatte ich jetzt bis jetzt noch keinen. Ja, aber ihr könnt es gerne auch da mal ausprobieren. Ich werde meine Angeln auch noch eine Zeit lang drin haben. Und werde dann mal gucken, ob ich darauf auch noch einfange. Aber dann schreibe ich euch das auch auf jeden Fall mit rein. Gut, von meiner Seite aus war es das schon wieder.
Also, wie schon gesagt, hier oben so C3, was ist das? C3, D3 und dann hier durch diesen hellblauen Bereich, da beißen zumindest bei mir die Felsenbarsche. Gut, alles klar. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Drückt die Glocke und über einen Daumen würde ich mich natürlich auch gerne freuen. Und ja, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Petri Eil und tschüss.